Sie haben gewonnen. Ich habe gewonnen? Ja. Ein niegelnagelneues Peugeot 207 Cabriolet. Einer der Klassiker der Betrugsmaschen, das Gewinnspielversprechen. Eine angebliche Notarin ruft an und erklärt, man habe bei einem Preisausschreiben gewonnen. Durch geschickte Gesprächsführung wird das Opfer in die Falle gelockt. Aber was ist denn das für ein Gewinnspiel, an dem ich da mitgemacht habe? Also dieses Gewinnspiel, das war in sämtlichen Zeitschriften. Bild der Frau, Frau im Spiegel und auch im Internet auf mehreren Seiten. Ah, wissen Sie, meine Schwester, die Susi, die ist ja jetzt in Rente. Und damit sie ein bisschen ihr Gehirn trainiert, macht die immer so Kreuzworträtsel. Unsere Idee ist damit, dass man den älteren Herrschaften tatsächlich vorführt, wie schnell das gehen kann, wie das tatsächlich abläuft. Wenn man das nur so einfach erzählt, glaube ich, kommt es weniger rüber. Aber mit so einem kleinen Theaterstück ist es einfach plastischer und bleibt mehr im Kopf hängen. Dann müsste ich Sie jetzt nur um die Erstattung der Überführungskosten bitten. Ach, Überführungskosten? Mhm. Ja, sehen Sie, Frau Denzinger, das Auto, das ist ein französisches Auto und daher noch im Werk in Marseille. Und es wird demnächst hergebracht und es kostet natürlich etwas. Also Sie können natürlich gerne selber nach Marseille fahren und das Auto abholen, dann entfallen die Kosten selbstverständlich. Also dafür hätte ich jetzt aber auch gar keine Zeit. Was kostet denn das? Das ist nicht wahnsinnig teuer. Das kostet nur 850 Euro. Wir stehen zum einen in Kooperation mit einem Kollegen aus Stuttgart, der die Thematik dort in dem Raum dieses Theater macht, also Forum Theater nennt sich das auch. Und dann standen wir in Kontakt mit der Münchner Polizei, hatten da eine Ansprechpartnerin, die uns gebrieft hat und mit der wir die Szenen nochmal durchgesprochen haben, die uns Material zugesandt hat und die auch bei den Proben nochmal reingeguckt hat und dann Infos gegeben hat, wie die Betrüger da tatsächlich agieren und was vorkommt, was nicht vorkommt, was man anpassen muss, ändern muss. Besonders der falsche Polizist bereitet der echten Polizei seit Monaten immer wieder Sorgen. Sie wissen, dass hier in der Gegend Einbruchsdiebstähle sich häufen? Ist möglich, ja. Ja, jetzt ist es so, wir haben zum Glück ein paar dieser Bandenmitglieder festgenommen. Und bei der Durchsuchung haben wir einen Zettel gefunden mit verschiedenen Adressen drauf. Da ist auch Ihre drauf, mit dem Hinweis vermögend. Jetzt ist es so, wir wollen natürlich Ihr Hab und Gut schützen. Und es ist... Ich sehe hier schon durch mein kleines Loch, sehe ich, dass Sie einen Kerzenständer, ich sehe einen Kandinsky. Sie haben ein paar Wertgegenstände im Haus? Also die Damen haben tatsächlich ein sehr realistisches Bild gezeichnet von den ganzen Betrügern, die unterwegs sind. Ob das falsche Polizeibeamte sind, falsche Handwerker, falsche Bankmitarbeiter oder auch Notare, Rechtsanwälte, Richter. Alles ist möglich. Selbst dieses Delikt, dass man das Geld und die Wertsachen aus dem Fenster rausschmeißt, ist es leider alles so passiert. Ja, ich bin von der Firma Heinzmann. Ich müsste ganz dringend die Wasserrohre bei Ihnen überprüfen. Ihre Nachbarn hatten einen Wasserschaden, da steht alles unter Wasser. Und es ist jetzt die Gefahr, dass das im ganzen Haus die Rohre defekt sind. Und deswegen müssen wir das jetzt hier überprüfen. Wir wurden gerade eben angerufen. Also wir haben 2017 bisher über 3000 Anzeigen, die sich mit falschen Polizeibeamten, falschen Handwerkern und dem Ganzen beschäftigen. Und 39 Delikte sind vollendet und wir haben einen Schaden von bisher über 4 Millionen Euro. Bei vielen Besuchern gab es an diesem Tag mehrfach einen Aha-Effekt. Nicht nur, als sie die Höhe der Schadenssumme gehört haben, sondern eben auch, weil ihnen bildlich vorgeführt wurde, welche Tricks und Kniffe die Betrüger anwenden, um an ihr Ziel zu kommen.